Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flive. Und ja, wer hat sie nicht vermisst? Was haben wir da Schönes gedroppt? Eine 107er NPC Blade Suit, ja, GGWP. Ja, wir sind mal wieder mit dem Ranger am Start. War ja jetzt eine kleine Weile nicht mehr und ja, nach dem Fail von gestern hatte ich jetzt auch irgendwie keine Lust mehr auf den Knight, weil er hat noch Party Scrolls an, das ist ein bisschen blöd, weil eigentlich will ich mit dem jetzt gar nicht mehr leveln. Also eigentlich habe ich die jetzt für einen Tag aktiviert. Ich meine, gut, es sind nur 15 Tage. Der Full Shout war im Endeffekt gratis, weil davon haben wir ja noch vom Dingens-Event, vom Noten, Matrix Galaxy, whatever Event, Matrix Open Air hieß es dieses Jahr, glaube ich. Genau, da haben wir ja davon noch genug. Das heißt, der war gratis, aber ja, trotzdem sehr, sehr ärgerlich, weil Party Stapel und Party Full einfach nur für einen Tag im Endeffekt aktiviert. Ohne Link Attack wäre das halt unmachbar. Ohne Link Attack hätte ich 137 und 80% oder so geschafft. Das wär richtig bitter gewesen. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht mehr vom Knight sprechen. Genau, ja, was gibt's sonst noch? Also eine Neuigkeit, die vielleicht den einen oder anderen freuen wird, vielleicht auch nicht. 90% von euch wird es eher am Arsch vorbeigehen. Da habe ich sogar zwei Sachen davon, die auf die beiden Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, zutreffen. Also zuallererst habe ich jetzt alle, und ich meine wirklich alle, Flive-Videos in die Playlist geschmissen. Das hat eine Stunde lang gedauert. Das heißt, es sind jetzt 400 Folgen. Ich weiß nicht, was mit Folge 401 passiert ist. Also irgendeine Folge habe ich übersehen. Es sind 400 Videos in der Playlist. Wir haben aber 401 Folgen Flive. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo diese eine Folge ist. Ich habe es schon mal durchgegangen, aber ich habe es ganz einfach nicht gefunden. Ja, vielleicht sieht es einer von euch, wenn er sich mal alle Folgen anschaut. Kappa. Wenn irgendjemand mal ein paar 200 Stunden frei hat, da kann er sich ja mal alle Videos anschauen und schauen, welche Folge fehlt. Keine Ahnung, ich habe es jetzt einmal durchgeschaut, habe es nicht gefunden. Da habe ich mir gedacht, ey, komm, jetzt wegen einer Folge da jetzt rumzuscheißen. Ganz ehrlich, also vorher waren 120 Folgen in der Playlist, jetzt sind 400 in der Playlist. Das heißt, der Unterschied ist schon gigantisch. Und ja, also ich denke mal, da ja, kann man sich jetzt nicht mehr beschweren, wie gesagt, wegen dieser einen Folge. Und als ich die Playlist geöffnet habe, war tatsächlich eine Meldung da. Eins oder mehrere Videos in der Playlist wurden aus der Playlist entfernt, weil sie auf YouTube gelöscht wurden. Das heißt, es könnte sein, dass dieses eine Video sogar eine Livestream-Aufzeichnung war, die copyrighted war und die von YouTube automatisch gelöscht wurde. Könnte sein, bin mir aber nicht sicher. Ich denke eher, dass ich was vergessen habe, weil eigentlich wurden keine Videos gelöscht von Flive, weil es wird immer nur Monetarisierung gesperrt und sonst passiert nichts. Deswegen würde es mich wundern, wenn jetzt wirklich eine Folge wegen Copyright gesperrt wurde, vor allem, weil ich immer genau die gleiche Musik im Livestream gespielt. Das heißt, es müssten alle Folgen gelöscht werden. Von dem her glaube ich eher, dass das nicht so ist, aber keine Ahnung. Wie gesagt, kann sein, aber eine Folge juckt ja eh keinen, wie gesagt. Genau, und dann, ja, wie gesagt, es hat mich gestern noch mal jemand angeschrieben, deswegen habe ich das auch gemacht. Der hat halt gemeint, ja, voll unübersichtlich und so, und einfach deine Playlist halt einfach bei Folge 120 auflädst, aber gerade aktuell Folge 400 hoch, what the fuck ist da los? Und da muss ich mich nochmal bedanken, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr den Ingame-Namen, ist aber auch nicht so wichtig, derjenige weiß ja genau, wer gemeint ist. Du hast mich angetrieben, das endlich zu machen, weil ich habe das die ganze Zeit gesagt, ja, ich muss mal alle Videos in die Flive-Playlist machen, weil es sind mittlerweile so viele und es fragen immer wieder welche, ja, es ist so unübersichtlich, man findet die Videos nicht, wenn man so eingibt und so. Und ja, wie gesagt, gestern, da ich nochmal angesprochen wurde und da ich jetzt eh Urlaub habe, habe ich mir gedacht, ja, komm, scheiß drauf, machst es. Und siehe da, es ist vollbracht. Genau, auch wenn ich sehr stark bezweifle, dass sich irgendjemand ja, alle Folgen anschauen wird. Naja, vielleicht doch, aber keine Ahnung. Es ist doch recht viel Material, was da zusammengekommen ist über die Jahre. Genau, ja, so viel dazu. Kann man das jetzt schön machen. Ja, noch eine Sache, ich habe jetzt ein neues Headset tatsächlich und Überraschung, es funktioniert mit Windows 10 und ist ja nicht nur das Headset, die Lautsprecher, also mein altes Headset hat ja auch mit Windows 10 funktioniert und das ist 5 Jahre alt. Also vor 5 Jahren ist es auf den Markt gekommen, ich habe es vor 2 Jahren gekauft, aber es ist halt ziemlich alt, also das ist ganz sicher nicht für Windows 10 vorgesehen worden, nicht mal für Windows 8.
Und das funktioniert auch. Da ging das Mikrofon allerdings die ganze Zeit schon nicht mehr mit dem alten Headset. Das alte Headset war eh voll schlecht, das Mikrofon. Also schaut euch Firefly Folge 1 an, da ist auch mega der Soundbug drin und so. Also ja, das ist auch nicht so gut gewesen. Aber beim neuen ist es tatsächlich so, dass das Mikrofon funktioniert. Das ist jetzt aber nicht das neue Mikrofon, sondern es ist jetzt noch das normale mit dem Soundbug. Vielleicht hört ihr ihn ab und zu, ich weiß es ja nicht. Manchmal kommt er, manchmal nicht. Ganz nach Lust und Laune nach von Windows 10, würde ich mal fett sagen. Jedenfalls, das neue funktioniert, nur ist es halt ein Headset-Mikrofon, es ist halt ein 59-Euro-Headset. Das heißt, also eigentlich habe ich es mir nur gekauft wegen den Kopfhörern, weil meine alten sind jetzt schon ziemlich alt und einfach nicht mehr so geil. Und die sind auch nicht so gut für die Ohren, weil das sind noch so kleine Ohrmuscheln sozusagen, also die Lautsprecher vom Kopfhörer, also die Kopfhörer halt. Und die sind halt nicht so gut für die Ohren und ich merke es halt einfach, wenn ich das 3 Stunden oder so mal am Stück auf habe, wenn ich Samstag, Freitagabend mit dem Kumpel Floyd zocke oder so, es drückt schon und wenn man sie nicht alle paar Stunden mal abnimmt und einfach mal 10 Minuten durchlüften lässt sozusagen, tut es halt einfach echt ein bisschen weh. Also es sind jetzt keine Schmerzen, aber es drückt halt ein bisschen und ist halt einfach eher unangenehm. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, ja komm, schaust halt mal Mediamarkt und dann, ja, gönnt man sich. Logitech G230. Es ist, eigentlich bin ich kein Logitech-Fan. Weder Maus noch Headset noch Tastatur, irgendwas. Ich hasse Logitech eigentlich, aber die Headsets sind relativ günstig und dass mir wirklich nur um die Kopfhörer ging. Also ich meine, gut, was halt cool ist, jetzt habe ich ein Ersatzmikrofon. Falls das hier komplett den Geist aufgibt, kann ich halt mit dem theoretisch auch aufnehmen. Weil da die Qualität, also an sich die Qualität ist wahrscheinlich besser, weil der Soundbug gar nicht vorkommen sollte, weil es ja mit Windows 10 kompatibel ist. Also komplett kompatibel und nicht nur so halb scheiß-dingmäßig. Aber ja, es wäre halt trotzdem eine Headset-Qualität und würde an das hier eigentlich trotzdem nicht rankommen. Trotz Soundbug ist das hier immer noch besser als das. Aber wie gesagt, das Notfallmikrofon wäre es ganz. Die habe ich jetzt zumindest eins, ja. Das ist natürlich auch noch ein positiver Vorteil und 59 € war jetzt echt nicht die Welt, so viel kosten. Also richtig krasse, gute Kopfhörer kosten wesentlich mehr und ich meine, ich zahle halt nicht so viel für Kopfhörer, weil es sind halt nur fucking Kopfhörer. Die habe ich eh ziemlich selten auf, ehrlich gesagt, eigentlich nur, wenn ich mit anderen Leuten zocke. Sonst höre ich immer Sound über die Boxen, auch wenn ich Counter-Strike Solo spiele oder so, wegen soundmäßig zocke ich auch immer über die Boxen, ist mir eigentlich egal. Ich bin nicht so der Headset-Typ eigentlich. Wie gesagt, das habe ich nur jetzt fürs mit Kumpels zocken und so gemacht. Und für Aufnahmen natürlich, da habe ich jetzt halt auch immer auf. Genau, aber ja, so viel dazu. Also bin ich ganz zufrieden damit. Joa. Ja, dann ist das Level Up und Secret Drop Event jetzt auch vorbei. Also habe ich ja gestern auch schon gesagt, also es ginge jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr, selbst wenn ich jetzt nochmal 5 QMs oder so hätte. Also ist nicht mehr drin, weil das Event ist jetzt leider vorbei. Ist aber nicht so schlimm, weil wie gesagt, der Ranger hier war 111. Also wenn ich es mit dem im gleichen Zeitraum gemacht hätte, ich hätte, also gut, bis 130 wäre es wahrscheinlich übelst schnell gegangen, weil bis dahin blocken die Monster ja noch nicht und man sieht ja, wie schnell das hier geht. Ich meine, gut, die sind nur 4 Level über mir, aber jetzt stellt euch das mal vor, mit Link Attack und den gleichen Power-Ups, die ich beim Knight drin hatte, also Valentine Chocolate, Christmas Cake, Upcut Stone plus Link Attack, da hätte ich ja auch wahrscheinlich über 100k gedrückt, nur dass die Mobs dann nicht einmal blocken würden. Das heißt, die 100k würden auch jedes Mal durchgehen. Das wäre ziemlich wesentlich schneller gegangen. Also da wäre 130 easy drin gewesen, aber 140 hätte ich da auch nicht gepackt. Vielleicht so 100, was weiß ich, 33 oder so. Und ich meine, was hätte es mir dann gebracht? Ja, da hätte ich auch den Clock nicht bekommen. Und nur um den Clock ging es ja eigentlich, ja. Auch wenn er sehen gebunden ist, wollte ich ihn einfach nur einmal haben. Aber wie gesagt, müssen wir aufs nächste Event warten. Also ob es jetzt Level-Up-Event ist oder irgendein anderes Event, wo man ihn bekommen kann. Egal. Man muss einfach warten. Genau. Ja, und dann hat noch jemand gefragt, wie lange ist James Le Chocolat oder wie man das auch immer ausspricht. Ich kann kein Französisch, hab's auch nicht in der Schule gehabt. Es geht bis 23. Ich habe 16. geantwortet, deswegen sage ich das jetzt hier auch geantwortet. Deswegen sage ich das jetzt hier auch nochmal, um da das Irrtum beiseite zu schaffen. Also bis 23. geht es tatsächlich. Ich dachte ehrlich gesagt, dass nur bis 16. geht, aber es geht also genau jetzt für euch. 13 Tage für mich jetzt noch genau 2 Wochen, also 14 Tage geht's noch, genau, also noch ziemlich lange, also kann sich jeder easy peasy das Zeug erfarmen, weil es droppt wirklich gut, wie gesagt, jeden Tag nicht mal eine Stunde und man soll's eigentlich bekommen, außer man hat jetzt richtig viel Pech, aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus, weil so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben, weil so selten sind die Dinger jetzt eigentlich nicht. Ich habe sie noch nicht tatsächlich, werde sie aber denke ich mal jetzt auch
mir spätestens nächste Woche dann zweimal holen oder dreimal vielleicht für den Blade jetzt noch, weil ich auf dem ja auch relativ häufig jetzt mal ein bisschen zock, auch privat. Wenn ich einfach mal ein bisschen Bock auf Blade habe, mal so eine halbe Stunde im Tower leveln, easy peasy. Macht eigentlich schon ganz Bock, deswegen hole ich sie mir da vielleicht auch noch dreimal tatsächlich. Also von den Harband mit 7% ATK rede ich gerade, wer das jetzt nicht mitbekommen hat. Genau, und dann ist es noch so, dass ich geplant habe jetzt, übrigens, man hört es vielleicht, also mir geht es schon wieder ein bisschen besser, wieder ein bisschen, ja, aber die Stimme ist jetzt besser wieder da, Mekaron Helmet, also ich kann jetzt wieder besser reden, hoffe mal, dass morgen oder spätestens übermorgen dann komplett weg ist, also zumindest nicht mehr so auffällig, aber jo, geht eigentlich ganz gut voran, die Genesung, aber gut, wenn man Urlaub hat und den ganzen Tag nur zu Hause rumhockt, dann, genießt, müsste es dann eigentlich heißen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, genießt man relativ schnell, ja, könnte richtig sein, weiß ich jetzt nicht, bin kein Deutschlehrer leider. Ja, aber egal, das passt schon. Ja, Quest and Answer würde ich gerne mal wieder machen, also F und A, whatever. Nicht unbedingt mit Flife, eventuell mache ich es sogar komplett, also dass ich mich einfach hier hinhock mit Cam oder so und dann die Fragen einfach so beantworte, also nicht in Flife so wie beim letzten Mal, sondern richtig für den ganzen Channel, weil ich habe auch noch Leute, die sich keinen Flife anschauen, auch als Abonnenten, und für die ist es halt immer ein bisschen blöd, dass sie dann sich ein Flife-Video anschauen müssen. Ich meine, gut, da zocke ich Flife dann eh nur als Gameplay im Hintergrund, da antworte ich dann eigentlich nur noch auf die Fragen, also da konzentriere ich mich dann wirklich nur auf die Fragen und nicht mehr auf Flife, aber trotzdem ist es für die halt dann blöd, dass sie sich dann eine Flife-Folge anschauen müssen, um eben das F und Q, F und A, meine ich, anschauen zu müssen. Frage und Question. What? Deswegen würde ich das eventuell diesmal anders machen. Und ja, dafür brauche ich dann natürlich wieder Fragen. Und ja, könnt ihr dann jetzt schon mal anfangen, euch was zu überlegen. Möglichst etwas, was beim letzten Mal noch nicht da ist, aber das letzte Mal schon relativ lang her ist. Wäre es jetzt nicht schlimm, wenn irgendwas nochmal doppelt vorkommt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr hundertprozentig, was beim letzten Mal alles dabei war. Deswegen, ja, müssen wir da einfach mal... Ja, müssen wir einfach ein paar Sachen halt trotzdem doppelt machen. Nur wollte ich dann halt so machen, dass ich dann halt nicht nochmal genauso intensiv drauf eingehe bei Sachen, wo ich noch weiß, dass wir die schon hatten. Da sage ich es dann vielleicht nur nochmal in Kurzform. Genau. Und ja, dann wegen dem Flife Special Video, das noch geplant ist. Ich habe noch nicht angefangen, ehrlich gesagt, eben weil ich jetzt sehr krank war. Muss ich jetzt auch noch die Tage machen. Aber ich probiere es, dass ich es vor dem Seminar fertig bekomme, weil es wäre richtig blöd, wenn ich jetzt anfange am Wochenende oder vielleicht morgen schon, keine Ahnung, und es dann vor dem Seminar nicht fertig bekomme, weil das wäre richtig blöd, wenn ich dann anfange und dann eine Woche lang nicht aufnehmen kann, weil ich auf Seminar bin. Das wäre ziemlich behindert. Vor allem, dann gehen die ganzen Ideen wieder flöten und so, und dann denkt man sich die ganze Zeit nur, ich will jetzt ein scheiß Video fertig machen. Oder nicht scheiß Video, aber ich will es endlich fertig machen. Jetzt habe ich schon angefangen und dann... musste eine Woche sozusagen warten oder halt 5 Tage, ist ja noch Montag bis Freitag, aber trotzdem wäre ziemlich blöd, deswegen probiere ich dann morgen, spätestens übermorgen, da anzufangen. Genau, damit wir das auch haben. Denn es ist, denke ich, schon ein cooles Video. Wie ich genau anfange, weiß ich allerdings noch nicht, das werden wir sehen. Ist noch ein bisschen tricky, weil ich so ein Video auch noch nie gemacht habe. Das ist immer, erstes Mal ist immer schwierig, wenn ihr versteht, was ich meine. Genau. Ja, ich glaube, dann habe ich schon wieder alles. Ja, ich habe mich jetzt ziemlich beeilt beim Reden, weil ich dachte, es ist so viel, da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Aber ist tatsächlich schon so geworden. Easy peasy durchgekommen. Naja, egal. Kann auch mal so gehen. Was halt jetzt echt cool ist, wenn ich jetzt beim Ranger spiele, halt einfach, jetzt wo ich halt wirklich, was weiß ich, 8 Stunden da mit dem Knight nur Blocks abbekommen habe, also... Schwachsinn, andersrum, nur Blocks ausgeteilt habe, also die Monster haben alle Schläge geblockt, richtig, richtig, richtig ärgerlich, ist es jetzt halt hier einfach nur so geil, wie die Viecher wieder mit 4, 5 Hits tot sind und man einfach so 40k drückt, das ist einfach geil, ich meine, das ist jetzt auch nicht der größte Damage der Welt, ich weiß schon, aber im Vergleich zu den 10k ohne Link Attack und den 20k mit Link Attack und 3 Power-Ups, die ATK geben, das ist schon einfach, das ist schon echt ärgerlich. Ich verstehe auch nicht so hundertprozentig, warum sie das überhaupt gemacht haben. Also ich weiß, das Hauptding ist halt, dass es nicht so leicht ist, auf 150 zu kommen, dass die Mobs halt wesentlich stärker sind, dass es halt einfach eine richtig fette Aufgabe ist. Aber ich meine, ich finde, sie haben es trotzdem ein bisschen übertrieben, weil ich meine, du hast da
deine 14.000 ATK, deine, was weiß ich, 150% Crit-Rate, deine 86% Crit und die Monster lachen dich aus vom Damage her. Also ich meine, das kann es halt irgendwo irgendwie auch nicht sein. Aber naja, egal, kann man wohl nicht ändern, leider. Naja, was ich halt cool finde, ist jetzt, man hat es gerade schon gesehen, obwohl das Secret-Drop-Event vorbei ist, man droppt immer noch geupte Sachen. Also das hat auch jemand gemeint, dass es nur wegen dem Secret-Drop-Event jetzt ist, das mit den geupten Sachen und mit den Stats und so. Und ja, jetzt ist der Live-Beweis, also ist es nicht so. Habe ich aber auch nicht gedacht, weil wenn es nur vom Secret-Drop-Event gewesen wäre, hätten sie es sicherlich dazu geschrieben, weil es war noch nie so, dass man beim Secret-Drop-Event plötzlich geupte Sachen gedroppt hat. Es war noch nicht so. Dass man mehr Greens und so gedroppt hat, das schon, aber keine gehabten Sachen, die hat man noch nie gedroppt. Von daher war das Schwachsinn, diese Annahme. Und ja, das scheint schon für immer zu sein. Ja? Also finde ich cool, dass sie das geändert haben. Vor allem, es ist ja jetzt nicht so die krasse Veränderung, die das gesamte Spiel verändert. Ich meine, sie haben es einfach nur so gemacht, wie es früher normal war. Also finde ich es eigentlich echt cool und ist auf jeden Fall auch ein Grund, wieder sagen zu können, das heutige FLIVE, also viele Leute meinen ja, das heutige FLIVE ist also scheiße, ist ja alles anders als früher. Ein Punkt weniger, der anders ist als früher, denn das ist jetzt wieder so wie früher. Genau. Wobei, ganz ehrlich, also ich kann es nur nochmal wiederholen, also es ist schon eine längere Zeit her, dass wir die Diskussion das letzte Mal hatten, aber in den Streams meinten ja immer welche, die, also in den Streams bei Clockworks kamen ja immer wieder Leute dazu, die wieder neu angefangen haben, also neuer Server und so, da hat man ja wieder mal dazugefunden, zurückgefunden. Und da meinten ja auch immer welche, ja, das alte Design war ja so viel besser, aber ganz ehrlich, ich kann es nur nochmal sagen, das habe ich da schon gesagt, ich finde das neue Design von FLIVE eigentlich besser, weil es, ich finde, es ist übersichtlicher und du kannst die Sachen hier halt ausmachen, ja, also du kannst die wegmachen, das mit dem Skill, das kann man, soweit ich weiß, auch irgendwie wegmachen, ich bin mir nicht ganz sicher wie. Du kannst es verschieben und ja, ich finde, es ist einfach so irgendwie cooler gemacht, trotzdem, dass dieses goldschwarze oder gelbschwarze, dieses Design an sich, okay, gut, da stimme ich zu, das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut, da fand ich, das war jetzt schon cooler, aber allgemein hier unten mit diesem, also hier unten war ja überall Menü. Da fand ich, das sah halt einfach aus wie so Ace Sword oder so, wie diese Billig-Games da. Da fand ich, das sah halt echt nicht so cool aus und da finde ich, ist es jetzt schon eher MMORPG-mäßig gemacht. Und also ich meine, gut, wann haben die Veränderung gemacht? Das ist ja schon ewig her, aber trotzdem finde ich einfach, dass es so irgendwie doch cooler aussieht. Aber naja, es ist Meinungsverschiedenheit, also ich meine, kann auch nicht jeder die gleiche Meinung haben. Aber ich persönlich empfinde halt einfach nur so, dass es eigentlich besser aussieht. Aber naja, kann ja jeder denken, was er will. Genau. Jo, dann, wie gesagt, war's das. Und ja, wie gesagt, F&A Fragen immer gerne in die Kommentare damit. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Also so 10 Stück wären schon cool, wenn wir zusammenbekommen. Und dann schaue ich mal, wann ich das noch mache. Vielleicht auch noch vor dem Seminar. Müssen wir halt gucken, wie lange es dauert mit den Fragen. Also ich werde vielleicht noch in ein paar anderen Videos mal kurz drauf eingehen, dass da noch was zusammenkommt. Und ja, genau. Dann, wie gesagt, macht's gut, haut's rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's. Habe ich jetzt gerade schon gesagt. Egal, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.